Zeit hinbekommen, es kann losgehen. Also, mein Name ist Sabine Kosmin. Ich habe hier an der Hochschule im Jahr 2004 bis 2009 den Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik absolviert und wurde heute gebeten, so ein bisschen über meinen Werdegang zum Studium und auch während des Studiums zu berichten. Mein Weg begann eigentlich vor langer Zeit als Krankenschwester. Ich hatte 15 Jahre als Krankenschwester im Krankenhaus auf der Intensivstation gearbeitet, bin dann gewechselt in die medizinische EDV, habe da kleinere Projekte, Software-Einführung, Hardware-Einführung, Netzwerk, technische Projekte gemacht und habe dann gehört oft so die Worte, na, das geht jetzt nicht mit dem System oder das kann man nicht netzwerktechnisch umsetzen. Ja, und irgendwann habe ich dann, das war so ein Schlüsselerlebnis, habe ich dann gesagt, nee, das möchte ich jetzt irgendwie selber mal wissen, warum, was nicht gehen soll oder geht das wirklich nicht oder kann man das vielleicht anders lösen? Und habe mich dann letztendlich entschlossen, ein Studium zu beginnen, um meine Tätigkeit, meine beruflichen Werdegang so ein bisschen auf fundiertes Basiswissen stützen zu können. Und dann habe ich halt mich hier eingeschrieben, bin über die Zugangsprüfung zum Studium gekommen. Und ja, für mein Fernstudium gab es jetzt meines Erachtens wichtige Erfolgsfaktoren, um das zu schaffen. Dazu gehört natürlich Selbstdisziplin während des Studiums, Selbstorganisation, aber auch die Kommunikation, Organisation innerhalb der Studiengruppe, haben wir ja auch schon kurz gehört. Sage ich mir auch gleich ein bisschen was dazu. Die Kommunikation mit den Professoren habe ich immer als sehr positiv empfunden. Wir haben also ein gutes Verhältnis und sehr informative Kommunikation gehabt. Auch die Zusammenarbeit mit den Studienbetreuern von der WINX kann ich ausdrücklich empfehlen, die sehr unterstützen bei dem Studium. Ja, im Privaten muss man sich, wenn man so ein Studium vornimmt, natürlich Prioritäten setzen, ganz klar. Man kann das Studium nicht so aus dem Ärmel schütteln und das Ganze und das Leben, so wie es vorher war, einfach weiterleben, sag ich mal, mit all seinen Hobbys und Freizeitbeschäftigungen, die man vielleicht hatte. Im privaten Verwandtenkreis und Bekanntenkreis finde ich es auch empfehlenswert, das anzusprechen, dass man so ein Fernstudium macht, dass man halt nicht mehr für jede Veranstaltung zur Verfügung steht, dass man halt nicht mehr jedes Wochenende zur Verfügung stehen kann. Das wird eigentlich auch ganz gut akzeptiert, weil es ist ja tatsächlich so, es ist ja ein Haufen mehr Aufwand, den man betreiben muss neben der Arbeit, das wissen besser jeder. Ich habe das nachher so gesehen und ich musste mich auch von vielen Freizeitbeschäftigungen erstmal trennen für ein paar Jahre, habe aber mein Studium als mein Hobby gesehen. Das hat mir geholfen, darauf habe ich mich konzentriert und meine Freizeit galt halt diesem Studium. Habe dafür auch investiert. Ich habe zum Beispiel Nachhilfe für Wirtschaftsmathematik mir genommen, privat noch, um einfach einen besseren Einstieg zu finden. Und muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe nie wieder so viel Spaß an Mathe gehabt wie in diesem Studium, also weder vorher noch jemals danach. Habe auch meine Mathefächer mit 1 abschließen können. Und das war also auch so ein Erfolgserlebnis. Ich hatte mir feste Zeiträume für das Lernen eingeplant zu Hause. Also ich habe nicht gesagt, ich mache das mal irgendwann, wenn ich Zeit habe. Das wird sowieso nie was. Auch kann man die Studienhefte, die dann kommen, nicht mal so nebenbei parkbank lesen oder einfach lesen, das hat mir auch nicht geholfen. Also ich habe das richtig ausgearbeitet, ich habe die Hefte, wenn sie kommen, relativ schnell bearbeitet und viel schriftlich ausgearbeitet. Es hilft auch, wenn man die Fragen, die am Ende des Kapitels immer stehen, dann beantworten kann. Das ist immer schon, hilft dann schon wesentlich weiter für die Klausur. Ich habe das möglich machen kann, sich zu Hause einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen. Das ist auch sehr empfehlenswert. Man kann seinen Laptop, seine Bücher, seine Unterlagen einfach liegen lassen. Also wenn man das hinbekommt, kann ich nur empfehlen. Wir haben uns, also das war so das Private, was ich so für mich organisiert habe. Wir haben uns in der Studiengruppe in unserem Semester relativ rasch organisiert. Also es hat wunderbar geklappt. Wir haben schon in der ersten oder zweiten Präsenzveranstaltung Mailadressen getauscht, haben da schon Kommunikation aufgebaut, hatten dann sehr bald auch unser eigenes Forum. Wir haben auch das Forum genutzt, also die großen Foren für übergreifende Semester haben wir auch genutzt. Wir hatten aber unser privates Semesterforum auch gehabt, um einfach auch intensiver und wir waren auch privat nachher sehr intensiv im Kontakt, das auch nutzen zu können.
das war auch diese Organisation in unserem Studienbereich war wirklich gut und hat auch wesentlich zum Erfolg unseres Studiums beigetragen. Dieses Forum, was wir hatten, das gemeinsame Forum, ich weiß, viele haben ja abends in dem großen Forum dann quasi mal eine Frage zu stellen und andere sagen, naja, das hätte ja nicht wissen müssen oder so. In so einem internen Forum fiel das vielen von uns leichter, da zu sprechen und das zu fragen. Es gab also keine dummen Fragen. Auch bei den Professoren übrigens nicht. Da wurde immer geantwortet und jemand, der von dem Professor eine Antwort bekommen hat auf eine Frage, hat sofort das ins Forum gestellt, damit nicht noch 20 andere Leute die gleiche Frage stellen. Also das war auch eine super Sache, sodass man halt richtig, so wie das schon gesagt wurde, vernetzt gearbeitet hat. Wir haben uns auch geografisch organisiert, also wir haben tatsächlich Lerngruppen gebildet. Wir hatten so Schwerpunkte, Wismar, Bremen, Hamburg und im Süden haben wir auch eine gehabt, eine kleinere. Und wir hatten praktisch richtig in Lerngruppen gearbeitet. Dadurch hat uns dieses Studium, oder wir hatten ja so einen sehr Präsenzstudium-Charakter gehabt. Also so haben wir das empfunden. Wir haben also nicht alleine gesessen irgendwo und haben vor uns hingearbeitet, sondern wir haben tatsächlich in den Lerngruppen auch intensiv gearbeitet. Wir haben uns regelmäßig alle zwei Wochen, also die Lerngruppe Wismar, zu der ich angehörte, weil ich aus der Umgebung hier komme, wir haben uns alle zwei Wochen hier regelmäßig getroffen. Wir waren fünf Mitglieder. Wir haben uns hier mal auf dem Campus im KPPM erstmal zum Kaffee getroffen. Freitags 17 Uhr war das immer. Und wenn alle da waren, sind wir zusammen rübergegangen ins Hauptgebäude. Da haben wir uns einen Raum gebucht, sozusagen, fest gebucht. Das hatte uns damals die Wings organisiert. Vielen Dank nochmal dafür. Und wie gesagt, wir waren ja schon bekannt, wir kamen halt immer freitags, entweder jeden Freitags, wenn es an die schwierigen Fächer ging, oder halt alle zwei Wochen. Und haben den Stoff hier des der Klausur immer intensiv mal durchgegangen, also den Studienheft so Schritt für Schritt durchgegangen. Der Vorteil war, dass wir das, was wesentlich effektiver war als zu Hause alleine, vor dem Blatt zu sitzen, vor dem Buch zu sitzen und das zu lesen. Es geht ja vielen so, wenn man das liest, und das ist so ein fremder Bereich, den man vorher noch nicht kannte, und man liest den Satz dreimal, viermal, hat ihn immer noch nicht verstanden. Also in der Lerngruppe war das dann so, das hat irgendeiner immer verstanden, und dann haben wir das halt zusammen durchgegangen. Wir hatten ja alles Equipment, was da vorrätig war, da. Wir haben an der Tafel, wir haben die Tafel vorgeschrieben und haben uns praktisch diesen Stoff erarbeitet. Also, das war gut, weil jeder hatte so ein bisschen anderes Know-how mitgebracht. Der eine kam durch Mathematik, der andere Programmierung, Projektmanagement. Also es hat alles sich so ineinander gefügt, weil wir alle aus den unterschiedlichsten Bereichen gekommen sind. Also von daher war das sehr schön. Und ich fand auch für mich, dass man da ruhig Zeit sparen konnte. Auch denn das, was ich in der Lerngruppe, was wir in der Lerngruppe durchgenommen haben und auch besprochen und bearbeitet haben, das brauchte ich mir alleine zu Hause nicht mehr so doll angucken, weil es saß. Es war einfach dann präsent für mich. Genau, man kommt dadurch auch natürlich, hat dann auch ein bisschen Ersparnis in der Zeit letztendlich. Ja, obwohl man natürlich diese Zeit erstmal opfern muss, aber es lohnt sich. Noch ein Hinweis für diese Lerngruppentreffen, also es ist so, man kann ja die Fahrten zu den Präsenzveranstaltungen zum Beispiel auch von der Steuer absetzen. Die Fahrten zu den Lerngruppen wurde auch anerkannt. Also nur mal so als Tipp. Wir haben das denn ja, es war ja offizielle Lerngruppe und wir haben das auch aufgeschrieben und es wurde bei mir immer anerkannt. Innerhalb der Präsenzveranstaltungen dann wurde der Stoff ja dann durchgenommen vom Professor. Natürlich ist es sehr vorteilhaft oder Voraussetzung, dass man das eigentlich schon vorher gelernt hatte, was da besprochen wurde. Man konnte ja Unklarheiten, die man hatte, ja schon vorher mal besprechen mit dem Professor oder in der Lerngruppe oder nachlesen. Also das war immer recht positiv gelaufen. Ich habe persönlich in jeder Präsenzveranstaltung habe ich teilgenommen und auch gleich die Prüfung absolviert. Das war mir auch wichtig. Ich wollte die Prüfung nicht vor mir herschieben, wie es auch einige gemacht haben und dann gesagt haben, ich nehme jetzt erstmal an der Präsenzveranstaltung teil und mache die Prüfung irgendwann mal in sechs Wochen. Mir war es wichtig, das Thema abgearbeitet zu haben. Also ich habe dann 3 Monate an diesem Thema gearbeitet. Es war ja nicht nur eins, was man bearbeitet, man hat ja 2, 3.
Und dass ich das dann auch innerhalb der Präsenzveranstaltung nach der Veranstaltung mit der Klausur auch beende. Weil das, wie gesagt, der Nachteil ist, wenn man es halt nicht tut, dass man halt nicht nur die aktuellen Stoffe, dann kommt ja bald wieder das Neue, die neuen Studienhefte, man schleppt das Alte immer noch so wochenlang mit sich rum und muss das immer präsent haben für die Nachschreibeklausur. Also das war eigentlich wichtig. Man kann die Präsenzveranstaltung ja auch nutzen, um den Stoff einfach nochmal besser zu verstehen, nochmal Unklarheiten nachzufragen. Meistens regelt sich das innerhalb der Präsenzveranstaltung schon ganz allein, weil der Professor das eben eh anspricht, die schwierigen Themen. Und von daher, wie gesagt, mein Tipp einfach, das besser vorbereiten, also auf die Präsenzveranstaltung und die Prüfung dann auch gleich zu machen. Ja, das Studium wird dann ja beendet mit der Diplomarbeit. Da gibt es ja heute noch den Workshop, wo ich auch dabei bin. Auch hier für mich die Empfehlung an Sie und alle, dass man ja auch rechtzeitig starten muss, weil die Zeit ist knapp und die wird auch immer knapper zum Schluss geführt. Also, und man braucht auch viel Zeit für die Formalien einer Arbeit, das sollte man nicht unterschätzen. Also auch hier ist rechtzeitiges Anfangen sehr empfehlenswert. Ich habe meine Diplomarbeit mit einem Kommilitonen gemeinsam geschrieben, also ob das geht. Das Thema unserer Arbeit betraf das finnische System, ISAMET, ist von SAP. Und diese Diplomarbeit und auch das Thema konnte ich in meinen beruflichen Werdegang natürlich sehr gut mit einbringen. Ich arbeite jetzt ganz auch mit diesem Thema, mit diesem System und konnte jetzt auch, wenn ich zurückblicke, das, was ich hier im Studium gelernt habe, in meinen beruflichen Werdegang auch so mitnehmen. Also das, was ich eigentlich anfangs wollte, fundiertes Grundwissen zu haben für meine Projekte, die ich jetzt mache und Entwicklungen, das habe ich eigentlich dadurch gewonnen, durch dieses Studium. Momentan bin ich in der SAP-Anwendungsentwicklung tätig, ich bin Teamleiterin für das klinische System ISAMET, mit dem ich hier mein Diplom geschrieben habe, in den Hebelskliniken der Region Nordwest und betreue mehrere Krankenhäuser. Und ich muss sagen, zusammenfassend hat mir das Studium unglaublich viel Spaß gemacht. Also hört sich jetzt komisch an, aber es ist eine halt harte Arbeit, aber es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Mir hat es in meinem beruflichen Werdegang sehr genutzt. Unsere Studiengruppen treffen sich heute noch. Wir haben also ein intensives Verhältnis. Wir treffen uns so übergreifend, also die Bremer und Wismarer sind immer noch ganz gut, dass wir uns jedes Jahr zu einem Alumni-Treffen zusammenkommen. Und also wie gesagt, ich wünsche allen auch hier Anwesenden viel Spaß beim Studium und viel Erfolg. Also man kann es haben, also den Spaß vor allen Dingen. Ja, vielen Dank.